Am vergangenen Samstag waren sie noch einmal alle unterwegs. Die Traditionsbahnen der Museumswerkstatt, denn die feierte ihr 10-jähriges Jubiläum. Und viele Frankfurter feierten mit. Rollende Geschichte fährt da aus dem ehemaligen Straßenbahndepot in der Bachgasse. Mit einer Reise in die Vergangenheit der Straßenbahn feierte der Verein Museumswerkstatt für Technik und Verkehr am 9. Mai seinen 10. Geburtstag. Für mich ein ganz besonderer Tag. Natürlich, wer wird schon jeden Tag 10 Jahre alt, nicht wahr? Nicht dieser Wagen, der ist schon ein paar Jahre älter, der ist schon Rentner, wenn man sich so überlegt. Aber der Verein, der diesen Wagen betreut, wird heute 10 Jahre und da fahren wir hier diese Sonderfahrten. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn wir ein paar Einnahmen haben. Den gesamten Tag fuhren die alten Bümmelbahnen auf verschiedenen Strecken durch die Stadt. Zahlreiche Frankfurter und Straßenbahnbegeisterte nutzten da noch einmal die Gelegenheit, in einer historischen Bahn durch die Oderstadt zu fahren. Ja, so oft fahren die alten Bahnen ja nicht mehr, nicht? Das ist ja bloß einmal im Jahr oder alle 2 Jahre vielleicht. Und ja, man guckt dann mal zu, wenn sie mal vorbeifährt, wenn sie mal gemietet wird und wenn man selber mal mitfahren kann, ja, dann nutzt man das natürlich. Vor allem bei dem Wetter. Was Schönes gibt es ja gar nicht am Sonnabend. Ja, ich kenne es ja. Ich bin ja, habe 65 angefangen zu lernen und ich kenne es ja. Und habe selber bei der Bahn gelernt. Da sind wir auch Holzklasse gefahren. 65 noch. Abteilwagen mit zu einer Holzklasse. Hauptattraktion war die älteste fahrbereite Bahn Frankfurts. Mit 73 Jahren wirkt sie noch stabil und rüstig. Der als Theo bezeichnete Wagen fuhr bis 1975 im Linienverkehr und rollte am Samstag eher gemächlich, aber mit Liebe geführt über die Gleise. Also wir fahren hier in der Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h. Ist einfach so festgelegt aus Sicherheitsgründen für historische Fahrzeuge. In der Bachgasse befindet sich eine vollständig funktionsfähige Werkstatt, in der die Fahrzeuge noch jahrzehntelang gepflegt, gewartet und untergestellt werden können.